Professionelle Einbrecher zerstören Glasscheiben schneller als dein Auto von 0 auf 100 beschleunigt. Wenn du sehen willst, wie das wahrscheinlich sicherste Glas der Welt selbst heftigen Einbrüchen standhält, dann schau gerne mal auf dem YouTube-Kanal von Silatech vorbei. Der ist verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge von Podcar by Hamid. Wer ist denn Patrick? Und dann habe ich danach mit meiner Oma telefoniert und habe gesagt, ja, habe mir meinen heutigen Tag so durchgegangen, habe gesagt, ich gehe mit dem Coach Izume. Heute habe ich ein Interview sozusagen, Podcast, neues Format. Ich bin jemand, der Football, American Football gespielt hat, als Trainer gearbeitet hat, als Profitrainer sowohl hier in Europa als auch in Amerika. Mhm. Als Trainer in Amerika. Ja, genau. Mhm. Podcast bei Hami TaylorMade. Los geht's! Alles fit? Alles bestens. Oh. Vielen Dank, dass du dabei bist. Oh, nice. Kannst du die Tür bitte richtig? Ist ein Männerauto. Was? Hier ist doch zu. Football-Trainer. Jetzt. Ich wollte die doch nicht kaputt machen. Nein. Ich muss bei dir einmal in die Kamera, weil du ja so groß bist. Weil ich so dunkel bin. Nein, du wirkst, wenn man dich im Fernsehen sieht, wirkst du gar nicht so groß. Ja, und jetzt bin ich hier und auf einmal Schande. Fahr mal ein bisschen runter. Also Entspannung. Ja, und jetzt. Weil der geht nicht. Jetzt ein bisschen vor? Ja, aber dann tun mir doch die Beine weh. Patrick! Ist sie noch an oder ist sie ausgegangen gerade? Nein, das blinkt doch. Ach so, und mit Kaugummi festgeklebt? Ja, das sind die Kaugummis von meinen letzten zwei Jahren. Oh, geil. Du? Oh, ich mag ja den G-Wagon. Oh, willst du Massagesitze? Oh, Burmester hier, surround. Wenn überhaupt, wenn schon, denn schon. So, erzähl mal, 4 Liter, Biturbo, 612. B612. 612 PS? Nein, 585. Ach, 585, stimmt. Genau, 585. Der hat ja ein bisschen weniger als der GT. Was meinst du? Active Classic, Wellenmassage, Mobilizing, was möchtest du? Ich nehme klassisch. Ich bin so der klassische Typ. Bist du der klassische? Ich bin der klassische. Bist du echt der klassische? Ja. So, mach mal. Jetzt ist es an. Oh, unten, jetzt kommt er schon. Geil, ne? Nice. Ist da. Aber kenne ich. Ich bin letztes oder vorletztes Jahr hatte ich S400. Ah, okay. Der hat die gleichen Sitze. Okay. Glaube ich. Ja, genau. Oh, genau. Schön. Ich liebe es. Ja, 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 ja. Es ist ein mega Reisemobil, also die S-Klasse, das Auto nicht so. Nee, das. Sehr laut auf dem Auto. Ja, und ich bin den Probe gefahren. Ich fand den ja so cool, dass ich echt überlegt habe, dass schon als er rauskam, das ist ja schon über 3 Jahre her, da habe ich ja überlegt, mir einen zuzulegen, aber es hat einfach, die Lieferzeiten waren so absurd lang, dass ich dann beim Panamera GTS hängen geblieben bin. Was auch ein sehr schönes Familien- und Reiseauto ist. Ein anderes Auto. Ja, aber für Familie mit 2 Kindern, die haben hier Einzelsitze und du kannst schnell und gut reisen mit diesem Auto. Das heißt, ihr plant kein drittes Kind? Nein. Deswegen hinten die 2. Nein. Das war's. 2 Kinder, ja, reicht. Wenn du gesegnet bist mit 2 gesunden, tollen Kindern und ich bin 49, ich bin ja nicht mehr 20. Ja. Das ist genug. Wie alt soll ich denn als Papa sein? 60 irgendwann? Ja, stimmt, hast recht. Stell dir vor, ich werde jetzt Vater, dann kommt das Ding raus, wenn ich 50 bin. Und wenn es 18 ist, bist du 68. Ja, hör mal auf. Dann bin ich immer noch knusprig und sexy, aber trotzdem, das ist zu spät. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Du doch auch. Ja, aber was? Wie pflegst du dich denn? Erzähl mal. Wie pflegt sich so ein. Wie pflegt? Ja, wir reden über Autos. Nein, jetzt kommt, wie pflegst du dich? Es geht heute nicht nur um Autos. Wie pflegst du dich denn? Was kaufst du dir denn alles? Hast du Tagescreme, Nachtcreme? Nachtcreme habe ich nicht. Ja, heute nicht, aber sonst habe ich immer. Wie heißen die denn noch? Ich habe so eine coole. Oh, jetzt ist sogar mit Kurven hier pusten. Ja, sicher. Entschuldige bitte. Also wenn ich morgens aufstehe, duschen, Zähne putzen, Gesichtscreme auf jeden Fall. Ist das so? In die Haare. Wie heißt das? Ist so ein Pomade. Nee. Wachs. Das ist mehr so ein. Nee, auch kein Wachs, weil ich brauche jetzt nicht Halt. Bei so kurzen Haaren brauchst du nicht Halt, sondern du brauchst Shine. Murphy irgendwie heißt das irgendwie. Das habe ich von einer Maskenbildnerin. Bei ProSieben, die mich 8 Jahre sozusagen betüdelt hat, die hat mir das Ding mal gegeben, habe ich mir gekauft, das ist Bombe. Ja. Das benutze ich. Wie pflege ich mich sonst? Ich gehe zum Sport. Wenn ich die Zeit habe, bin ich eigentlich 4-mal in der Woche beim Sport. Ehrlich? Ja, aber im Moment bin ich. Morgens, abends hast du so ein Ritual? Morgens. Morgens immer. Morgens. Das ist, also wenn die Kinder weg sind und ich die ersten E-Mails hinter mich gebracht habe, auch mit European League of Football, Broman Sports, dann ersten Telefonate, Kinder sind weg. Dann fahre ich zum Sport, mache da noch Telefonate
Und dann, weil ich muss ja knusprig bleiben. Ja, immer, ja klar. Ja, klar. So, jetzt mal ganz, wir fangen mal ganz am Anfang an. Also ich muss sagen, ich war gestern Abend ganz nett mit meiner Mutter essen und habe gesagt, ich treffe morgen den Patrick. Meinst du, was, wen? Patrick. Hat sie erstmal überlegt, ob ich einen Schulkumpel hatte, der mal Patrick hieß. Nein, wer ist denn Patrick? Und dann habe ich danach mit meiner Oma telefoniert und habe gesagt, ja, habe meinen heutigen Tag so durchgegangen und habe gesagt, ich gehe mit dem Coach Izume. Heute habe ich ein Interview sozusagen, Podcast, neues Format. Sie wusste, wer? Izume, wer? Beschreib dich doch mal, wer bist du denn? Wie würdest du dich jetzt meine Oma Was war denn das für ein Setup? Hab ich nicht gedacht, du sagst jetzt, ich habe meine Oma gefragt. Selbst die kannte dich. Und jetzt kommt er mit, kein Arsch kennt dich. Erzähl mal, wer bist du? Okay, Hami, alles klar. Erzähl doch mal, wer bist du denn? Nein, dass mich deine Oma und deine Mutter nicht kennen, bewundert mich nicht. Ja. Es kennen mich definitiv mehr Menschen nicht, als dass sie mich kennen. So, ich glaube, das ist aber auch nicht schwer. Mhm. Wer bin ich? Ich bin jemand, der Football, American Football gespielt hat, als Trainer gearbeitet hat, als Profitrainer, sowohl hier in Europa als auch in Amerika. Mhm. Als Trainer in Amerika. Ja, genau. Mhm. Okay. Und ich war hier in der NFL Europe, bin dann in die NFL gegangen, bin wieder zurückgekommen, war Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Wir waren sehr erfolgreich. Als Spieler auch in der NFL? Nein, nein, nein. Nur Europa. Spieler nur Europa. Okay, nur ist gut, aber Europa. Ja, aber auch als Spieler, ich habe zur glorreichen Zeit hier in Hamburg gespielt, noch der Blue Devils, da waren wir dreimal hintereinander Champions League gewonnen und so. Es war schon eine coole Zeit. Als Trainer auch das Glück gehabt, bei guten Teams zu sein. Mhm. Ja, und dann irgendwann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. So 2010 war das. Ich war noch davor, ein Jahr nach Amerika, war ich Cheftrainer in Paris. Okay. Französischer Meister geworden, dann zurück nach Deutschland gekommen, hier Deutscher Meister geworden, Europapokal gewonnen und irgendwann 2014 habe ich gesagt, das reicht jetzt mit Profitrainer im Amateurbereich. Erzähl mal deinen Alltag als so ein Trainer. Mein Alltag? Ja, als Trainer, wie war das? Der kommt doch an, wo du bist, obwohl eigentlich ist es egal, wo du bist. Okay. Ich kenne nur einen Alltag und der beginnt verdammt früh morgens, wenn eigentlich noch alle schlafen, stehst du auf, gehst ins Büro, wenn noch alle schlafen, bis um so irgendwann um 6 spätestens im Büro und dann gehst du, bist du irgendwann um 12 zu Hause, also das ist ein 18-Stunden-Tag. Im Fußball, also Fußballbereich ist so ein Kader so zwischen 22 bis 25, bei so einem Football, wenn so ein Mannschaft... 65. Alter, wie kannst du dir die Spieler merken? Das sind so Einzelgespräche. Ja, aber das ist doch nicht so schlimm, 65 Menschen, wenn du sie jeden Tag siehst, natürlich kennst du die alle. Okay. Na, also das ist gar kein Problem. Aber auch die Qualitäten, du musst ja genau als Trainer genau abstimmen. Du musst ja auch als Trainer diese persönliche Bindung ein bisschen zu deinen Spielern haben. Ja, aber haben. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem? Nein. Mhm. Du hast ja auch, anders als im Fußball, viel mehr Assistenztrainer. Du hast ja, in der NFL hast du bis zu 20 als Assistenztrainer. So, ich würde mal sagen, hier in Europa hast du so ungefähr 10, 12 Assistenztrainer. 20 Assistenztrainer in Amerika? Richtig, manchmal sogar noch mehr. Boah. So, und das ist natürlich... Da ist jeder sozusagen für seine Unit selbst verantwortlich, aber natürlich als Cheftrainer musst du, ist das dein Job, alle zu kennen, alle Charaktere sozusagen dann auch zu vereinigen. Das ist klar. Das gehört zum Job dazu. Klar. Aber was war die härteste Entscheidung? Oh. Was war die härteste Entscheidung? Sag mal bitte. Die härteste Entscheidung. Da waren einige dabei. Ich glaube, für mich das härteste war tatsächlich, als ich als junger Trainer in der NFL Europe war und ich mich mein Cheftrainer mitgenommen hat ins Büro. So, am Ende des Trainingslagers musste der Spieler entlassen. So, und da hat er mich mal mit reingenommen, und damit ich mal dem beiwohne. Und wenn du da dabei sitzt und jemandem sagst, du pass auf, das wird nichts. Und NFL Europe war sozusagen immer der Stepping Stone zur NFL. Wenn du es in der NFL Europe nicht schaffst, wirst du es wahrscheinlich, dann ist dein NFL-Traum vorbei. Okay. So, und wenn du dann jedem jungen Mann erzählst, Junge, es wird nichts, dann weißt du, du hast gerade seine Träume zerbrochen. Und da saß ich dabei und da war einer, der hat wirklich bitterbös geweint, weil er hatte noch seine Familie, war da, Mama, Frau, Kinder. Und der saß und hat bitter geweint. Das war schrecklich. Das war schrecklich. Das ist auch ein Part des Jobs, den ich gar nicht mag. Aber dann musst du nur durch. Wenn du Profitrainer bist, musst du, ist es Teil des Business. So, aber deshalb bin ich ja kein Trainer mehr. Ist das ein Grund? Nein, das ist kein Grund. Der Grund ist ein anderer, sondern ich war ja bis 2014 dann Trainer in der Bundesliga, aber das ist Amateurfootball. Und wenn du im Profitrainer im Amateurbereich bist, ist halt einfach scheiße, wenn man es mal so sagt, wie es ist. Weil du bist als
dein Livelihood, dein Einkommen, dein Erfolg, alles hängt davon ab von Jungs, die das aber nur amateurhaft machen. Der eine sagt, oh, keine Ahnung, U-Bahn hatte einen Platten, ich habe Durchfall, ich kann nicht, ja, wegen der Arbeit. Und empfehlen dir die Top-Spieler, verlierst ein Spiel. Mhm. Für dich bedeutet das dein Job. Ja, absolut. Ja, so, und dann, und auch dein Image. Image auch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, ich lass es bleiben. Und ab 2014 habe ich dann was anderes gemacht, als Trainer sein. Ich war nur noch Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Und da bist du ja nicht permanent da, sondern bist in Camps dabei. Mhm. Aber mein Fokus hat sich ab 2014 verschoben. War das nie dein Traum, in Amerika zu spielen? Zu spielen? Als Profi damals? Nee, da wusste ich, dass die Luft da drüben ist so dünn. Da wusste ich, bin ich nicht gut genug. Für hier Europa, alles super, alles toll. Mhm. Aber NFL, ja, muss man sich dann auch irgendwann keine Illusion machen, wenn man sich realistisch einschätzen kann, dann weiß man schon, kann man da drüben spielen oder nicht. College vielleicht, aber NFL müssen wir nicht drüber reden. Da, ich war vielleicht groß genug, vielleicht auch kräftig genug, aber Speed ist da. Auf meiner Position musst du da tatsächlich 10er-Zeiten auf 100 laufen. Okay. Oder am besten eine 9er-Zeit. Ich finde, das muss man dir groß abnehmen, dass du das so betrachtest. Dass man selber sagt, ich habe Europa erreicht, ja. Amerika hätte es nicht ausgereicht. Weil viele sagen, ja, ich habe Angebote gekriegt, aber dann habe ich es nicht angenommen. Dann Familie, hatte ich was im Auge. Ja, genau. Und der Wind kam von links. Genau. Weißt du doch, kennst du die Ausreden. Ne? Und dann, aber das muss man dir hoch anrechnen, dass du das so auch so betrachtest. Moin, ja, wir machen gerade hier ein neues Video. Alles gut, danke dir, ciao. Bist du auch ein Fan? Sehr geil, das freut mich. Da geht Espresso auf dich. Oh, guck mal, so ein Händler ist da. Alles klar. Guck mal, so ist Hamid. Ja, dann geht der Espresso auf dich. Ey, wenn er 5 Minuten gespart hat? Nochmal gleich. Ein Espresso gespart. Ist das genauso wie im Fußball? Hast du dann so einen Berater, der dann für dich dann die Verein, also der dich anheuert? Als Spieler? Nee, als Trainer auch. Nein. Okay. Also die Coaches drüben, die Top-Coaches, haben alle tatsächlich in irgendeiner Form Management, aber ich hatte gar nichts. Ich war einfach ich. Okay, und da haben sie dich angerufen oder was? Ja, ich war 2005 und 2006, als ich noch in der NFL Europe tätig war, hat mich einer angesprochen von den Oakland Raiders damals und hat gesagt, hey, pass mal auf, du bist ein talentierter junger Coach, du solltest in die NFL kommen, mach mal ein Internship. Mhm. So, und da bin ich hin und habe mir als kleiner deutscher Intern den Arsch aufgerissen. Mhm. Und der eine Koordinator, Ted Dasher, der hat es gemerkt. Und als dann die NFL Europe zu Ende war, 2007, und er einen neuen Job in Cleveland bei den Browns hatte, rief der mich an und hat gesagt, Patrick, ich brauche dich. Ah, okay. So funktioniert es. Harte Arbeit, irgendeiner wird sich schon anerkennen. Absolut, ja. Und sie zu schätzen wissen. Und er hat mich dann angerufen und dann war ich am Start. Ist so ein Speed, wenn du sagst NFL Speed, ist das so zu vergleichen wie Premier League und Bundesliga im Fußball? Da wird ja auch wesentlich schneller gespielt. Ich glaube, das ist normal. Das kannst du nicht vergleichen. Der kannst Speed, du immer noch nicht vergleichen. Nein, der Speed in der NFL, da rennt wirklich die genetische Auslese auf diesem Planeten rum. Tatsächlich. Okay. Also es gibt schnelle Fußballspieler, alles schön und gut. Aber die Athletik, die du hast, und dann noch verteilt auf so viele verschiedene Körpertypen. Ich meine, du hast da Jungs, die laufen dann absurde Zeit, die laufen so schnell wie der schnellste Fußballspieler, sind aber 1,98 Meter groß und wiegen 125 Kilo. Wahnsinn. Und wenn der dann in dich rein explodiert, dann hast du Geburtstag. Dann hast du richtig Geburtstag. Hast du auch eine schlimme Verletzung mal gehabt? Ja, Gehirnerschütterung natürlich, gehören dazu. Ich habe mir das Handgelenk gebrochen, ein paar Finger, Schulter. Schulter gebrochen? Nee, nicht gebrochen, so. Gott sei Dank nicht. Tossi 2 ist, wenn es nicht ganz separiert ist, das Eckgelenk. Auch schon, aber jetzt keine Kreuzbandrisse oder sowas. Und keine jetzt schlimmen Verletzungen, wo du operieren musst. Toi, toi, toi. Habe ich da wirklich Glück gehabt. Wie kam es denn überhaupt zum Football? Weil das war jetzt nicht ein Volkssport hier in Deutschland. Nee, das war auch nicht geplant. Ich habe Fußball gespielt wie jedes deutsche Kind, in der Jugend Fußball spielt. Ja. Und irgendwann hat mich Frank Fischer, Polizist hier aus Hamburg, der war mit der besten oder mit, ja, mit der
besten Freundin meiner Ex-Freundin, Kindheitsfreundin, 18, okay. befreundet. Wir hatten so ein Double-Date. Ja, ja. Und der sagte, hey, komm doch mal mit, Silver Eagles, spielst du Football, bist doch ein athletisches Kerlchen. Ja. Und ich habe gesagt, Football, weißt du, ihr seid doch alle so groß, solche Maschinen. Ja. Nee, wir brauchen auch solche Typen wie dich, die schnell laufen können und so. Ja. Und so, na gut, komm ich mal mit. Ja. Hingegangen, weiß ich noch, da kam der amerikanische Coach Bill Shipman zu mir und sagte, lauf so schnell du kannst und dann fängst du den Ball. Also die meinten das Ei. So, dann bin ich an so einem dem besten Verteidiger vorbeigerannt. Ja. Der Ball war zu lang geworfen, ich gesprungen, habe das Ding gefangen und alle, oh shit. Der Talent. Da habe ich gesagt, gut, wenn das so einfach ist, dann bleibe ich am Start. Ja. Wusste aber nicht, dass du richtig böse aufs Maul kriegen kannst. Ach so. So, das kam dann erst später. Aber ich habe dann gesagt, ich mache das. Habe dann als junger Spieler im Training, weil ich war 92, war ich 18, hätte noch Jugend spielen können. Mhm. Aber schon bei denen in der Bundesliga mittrainiert. Und da gab es jeden Tag aufs Maul. Aber es war okay für mich. So, krass. Kriegst von den Älteren, kriegst du aufs Maul. Ja. Erwartest, bis deine Zeit da ist. Und die kam dann irgendwann. Und dann gab es zurück. Dann, was heißt, gab's zurück? Dann war ich, irgendwann bist du etabliert. Dann habe ich auch meine Position von Offense zu Defense gewechselt, weil ich auch keine Lust hatte, aufs Maul zu kriegen, sondern lieber auszuteilen. So, mein Skillset war eher Manndecker als Passempfänger. So, und dann irgendwann waren die Silver Eagles weg, waren pleite, aus der Bundesliga weg. Und dann habe ich auch den Transfer zu den Blue Devils gemacht. Die haben dann in der Bundesliga gespielt. Dann habe ich auch in der Defense gespielt. Ja. Aber wenn man jetzt so Bundesliga sagt und so weiter, kann man dann davon leben? Mm-mm. Das heißt, du musst 8 Stunden am Tag arbeiten gehen? Arbeiten, studieren, ganz normal. Und dann ist es Amateursport. Okay. War es damals und jetzt gibt es natürlich eine neue Liga, die European League of Football, die professionalisiert ist, wo jeder was verdient. Die habe ich ja gegründet. Ja, kommen wir gleich zu. Ja. Aber damals, es war halt Amateursport, ne? Ja, aber jetzt kann man davon leben, wenn er jetzt im Vertrag ist. Wenn du einer der Vollzeitspieler bist, ja, aber ansonsten ist es eher ein Nebenjob. Ist jetzt nicht so, dass du Vollzeit als Spieler davon leben kannst hier in Europa. Ah, okay. Das ist ein gut bezahlter Teilzeitjob. Das Ding ist aber geil, du kannst nächsten Tag nicht zur Arbeit, weil du so eine bekommen hast. Das ist schlecht. Da rufst du deinen Chef an und sagst, du, gestern beim Training war es nicht so witzig. Das hilft natürlich, wenn du einen Chef hast, der dem zugewandt ist und der am Wochenende vielleicht dir zuguckt. Genau. Und dann sagt, ach komm, ruh dich mal aus, holst du einen anderen Tag nach. Genau. Aber wir haben natürlich auch viele Studenten. Aber das geht eigentlich ganz gut, weil Football natürlich auch mittlerweile so beliebt ist, dass auch viele Arbeitgeber sagen, was, du spielst in der European League of Football, weil die läuft ja auch auf ProSieben Max, auf ProSieben, sagen, oh ja cool, hier, mein Mitarbeiter, den sehe ich immer, den könnt ihr im Fernsehen gucken. Klar, okay. Und wenn er dann Aua hat, dann sagt, ja, komm's mal eine Stunde später. Ja. Ich glaube, das ist jetzt einfacher als damals. Ja, okay. Damals hat es keinen interessiert, wie du spielst Football. Das mit dem Ei und dem Helm ist mir egal, reiß dich zusammen. Ich will, dass du morgen hier um 9 Uhr stehst oder um 8 Uhr. Ja, jetzt ist es anders mittlerweile. Ja. Wie kam es überhaupt zu TV? Kamen die auf dich zu und meinten, wir wollen einen Experten? Komm her. Hamid fragt alle guten Fragen heute. Meine Fresse. Ja, wie ist das dazu gekommen? Ja, erzähl. Das interessiert mich. Die RAN hat irgendwann ab 2015 ja die gesamte Saison gezeigt und hat angefangen, okay, jetzt das größer zu machen. Da gab es so ein Casting für, da habe ich nicht dran teilgenommen. Okay. Weil ich ganz bewusst gesagt habe, wenn die tatsächlich nicht den einzigen Deutschen finden, der sowohl in der NFL Europe geliefert hat, als auch in der NFL, dann haben sie eh keine Ahnung von dem, was sie machen. Yeah, yeah. So, ich war aber, unabhängig davon, war ich mit RAN und ProSieben so oder so in Kontakt, weil ich damals hatte ich eine Vermarktungsfirma mit meinem Businesspartner Mario Lemke zusammen und wir haben Ruslan Chagaev, den WBA Schwergewichtsweltmeister, vermarktet. Okay. Ich habe ihn erst als Athletiktrainer trainiert und dann haben wir ihn vermarktet und wir haben mit RAN sozusagen verhandelt über einen TV-Vertrag, WM. Ich glaube, die erste war zusammen mit SES, hat er gegen Pioneta gekämpft in Magdeburg und das lief halt bei RAN Boxen damals. Okay. So. So war mein Kontakt zu RAN, weil ich mit denen halt über Ruslan Chagaev gesprochen habe. Und irgendwann fragte dann der Senior Vice President of Sports, Alex Rösner, mit dem ich jetzt 8 Jahre zusammengearbeitet habe, sagte mir, oh, mein Anwalt, Herr Radger, hat mir erzählt, auf Wikipedia geguckt, du warst Trainer in der, NFL Europe und in der NFL. Ja. Ja, wieso? Ja, wir zeigen jetzt die
gesamte Saison und da bräuchte ich noch einen Experten, ja, und einen redegewandten Typen wie, mhm, dich, das wäre doch toll. Mhm. Macht es dir was aus? Wir hatten einen Termin, um über Boxen zu sprechen. Mhm. Würde es dir was aufmachen, einmal kurz dann runter zu gehen und dann setzen wir dich mal mit Frank Buschmann zusammen und gucken mal, wie das funktioniert. Okay. Da hab ich gesagt, du, wenn ich eh da bin, können wir machen. Ja. Runtergegangen, Frank Buschmann kennengelernt, so, Play angeguckt, gesagt, ja, es ist Quarter-Quarter-Halves, Corner spielt Jam, ja, Outside-Linebacker, überläuft das Ding, hätte sie in die Inside schlagen können, Touchdown, schlecht gemacht von der Defense, erstklassiger Setup vom Inside-Receiver, so, pff, irgendwas erklärt, am Abend danach rüber ins Meeting gegangen, über Boxen gesprochen, am Abend, Patrick, du musst das machen. Okay, zu meiner Frau habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das für meine Kredibilität so gut ist. Ja. So, weil das Fernsehen ist immer schon sehr nur an der Oberfläche. Ja, ja. Meine Frau hat dann gesagt zu mir, anstatt zu jammern immer, wie blöd das die Deutschen im Fernsehen machen und du guckst immer die Amerikaner, mach's doch selber, mach's besser. Okay. Habe ich gesagt, okay, komm, probieren wir mal. Mhm. So, und der Rest ist Geschichte. Okay, okay. Ja, manchmal im Fernsehen geht's schnell und Football ist richtig im Kommen. Und ich muss sagen, wenn ich mir Football anschaue, ich finde es drumherum, Super Bowl, finde ich die Shows richtig geil. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nicht, warum. Setz dich doch mal mit jemandem zusammen, der es versteht. Ja. Das dauert ein Spiel und du sagst, oh shit, geil. Und wenn du einmal hooked bist, ne, ja, kommst du nicht wieder weg. Echt, ist das so? Ist so. Wenn du einmal hooked bist, kommst du nicht wieder weg. Das ist echt für einen Laien, wenn du davor. Es wird andauernd abgepfiffen, es wird andauernd abgebrochen. Dann fängst du wieder neu an. Und so, oh mein Gott, bis du so einen Touchdown siehst. Ey, das dauert so lange gefühlt, oder? Haben wir den März. American Football ist der beste Sport der Welt, weil er verbindet so viele Aspekte in einem Sport. Du hast alle Körpertypen. Du hast, es ist ein physischer Sport. Der ist auch nicht für jeden gemacht. Ne? Mhm. Es ist halt was anderes als Fußball. Mhm. So, mhm. Da fällst du hin und machst eine Schwalbe und hast Aua und stirbst und rollst dich dreimal. So. Ja, und Football, ja, ist ein bisschen anders. Da hast du dir fair and square ein paar an der Waffe und danach stehst du auf und machst weiter. So, das ist halt schon ein bisschen was anderes. Aber die Theorie, ja, bei Football ist nichts anderes als Schach, ja, mit lebenden Figuren. Ach, die so. Theorie und die ganze Statistik und Analytics dahinter, mhm, das ist das, was Football so erfolgreich macht. Okay. Weil die ganzen, sag ich mal, Nerds, die nie gespielt haben, mhm, die können trotzdem ein Experte unseres Sports werden, mhm, weil sie alle Analytics, alle Statistiken kennen. Mhm. Und das macht unseren Sport, glaube ich, auch so erfolgreich hier in Deutschland, weil wir Deutschen sind halt eher die Nerds und, mhm, und gucken nach Statistiken und welche, mhm, Schuhgröße hat er, wie war er im College, mhm, wie schnell, mhm, ist er gelaufen, wie hoch ist er gesprungen, mhm, was ist sein Durchschnitt, wenn, keine Ahnung, wenn der Wind von rechts kommt. Mhm. Es gibt Nerds, die wissen alles. Mhm. Und die, mhm, NFL und im Football wird alles aufbereitet. Ich glaube, okay, das ist auch einer der Gründe, warum unser Sport so erfolgreich ist. Und wenn du das einmal verstehst, ne, mhm, sagst du, oh shit. Du bist ja in Harvesterhude zur Schule gegangen, oder? Nee, obwohl doch, ja. Ich bin hier vorne, also, eigentlich nur 5 Minuten von hier am Wilhelm-Gymnasium. Ich bin in Schloss Holte-Stubenbrock zur Schule gegangen, wo? Vorort von Bielefeld, 15 Kilometer. Ja, ich hier und direkt Coach an der Isume, Patrick Isume geht in Harvesterhude, so easy. Ja, Alter, komm, das ist schon hier Champions League in Hamburg. Ja, aber ich komme ja nicht aus Harvesterhude. Das ist das, was viele nicht wissen. Ich würde sagen, das Wilhelm-Gymnasium ist die beste Schule in Hamburg. Okay. Zumindest war sie es damals. Die, mhm, die am Johanneum sind, sagen, nein, wir, mhm, sind es. Aber das Wilhelm-Gymnasium ist die beste Schule in Hamburg. Mhm. So, und ich bin halt zur Schule gegangen, weil, mhm, meine Eltern gesagt haben, du gehst auf die beste Schule. Ah, okay. Aber muss man nicht da gemeldet sein und so? Nee, damals war es nicht so. Ach so, damals war es so, nicht so. Heute wäre ich heute noch mal, wäre es heute, hätte ich in St. Pauli oder Altona zur Schule gehen müssen. Weil da, ach so, bin ich aufgewachsen. Okay, verstehe. So, verstehe. Das, was jetzt Hipster-Town ist, St. Ja, Pauli, ja, ja, da wollte früher keiner wohnen. Definitiv. Nee, weil da sahen die Leute eher so aus wie du und ich und sind nicht im G-Wagon rumgefahren. Ja, und wenn, hatten sie Tüten mit weißen Puder drin. Hamid, sagen wir doch mal so, wie es ist. Also früher wollte da keiner wohnen, da bin ich aufgewachsen, ja, ja, aber bin hier zur Schule gegangen. Ja, das, also, stimmt, das stimmt, das stimmt. Wie war deine Kindheit? Hm. War gut, hatte Spaß. Ja? Sport, Spaß, Spiel, mhm, Action. War halt das typische, ein bisschen wilde, chaotische Großstadtkind. Ne? Weil Ranzen, Hause, mhm, Schularbeiten, Scheiß drauf, mhm, Abfahrt, Fußball raus, rennen, ja, machen, tun, klettern, ja, Scheiße bauen. Ja. Und würdest du es jetzt deinen Kindern genauso wünschen? Weil die Kindheit jetzt ist ja ganz anders als unsere Kindheit. Das stimmt, aber mein Job als Papa ist es,
denen eine Kindheit zu bieten, die, die finanziell sicherer und stabiler ist als meine, sozusagen. Mhm. Auch wenn du als Kind kriegst ja nichts davon mit. So, und die genauso frei ist. So, ich bin natürlich überall rumgelaufen in der Stadt. Es war damals, gab es kein Social Media und all diesen ganzen Quatsch. Aber ich wünschte, ich hoffe, dass sie genauso eine coole Kindheit haben wie ich. Und ich glaube, das haben sie, weil da, wo wir wohnen, ist Weltklasse. Eine Spielstraße, keine Autos, eine Sackgasse. Wir sind wie so ein kleines Dorf in unserem Stadtteil. Sehr schön. Da machst du die Tür auf, lässt die Tür auf, alle rennen rum. Okay. Kinder sind in allen Häusern unterwegs und das ist halt sehr familiär. Und deshalb wohne ich auch da und würde da auch nicht wegziehen, weil es da total schön ist für die Kinder. Der Sender war ja bisher immer in München. Du bist immer gependelt, ne? Ja, ich wäre auch nicht. Nee, du kriegst 10 Pferde, kriegen mich nicht weg aus Hamburg. Ich habe gehört, zur Corona-Zeit, ich bin geflogen, weil war ja systemrelevant. Und du bist immer Auto gefahren zur Corona-Zeit. Warum? Ja, guck mal, es war noch keiner geimpft. Meine Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste, die Eltern von meiner Frau auch nicht. Da wollte ich so wenig Kontakt wie möglich haben und die Wahrscheinlichkeit eines Infekts reduzieren, weil die Eltern, gerade die Eltern von meiner Frau, sind wirklich schon sehr alt. Okay. So, und dann habe ich gesagt, du, dann fahre ich. Wie viele Kilometer hast du raufgehauen? Das muss ja gewaltig sein. Ja, 35.000 in der Saison, in 5 Monaten oder so. Alter Schwede. Aber wenn du ein gutes Auto hast, ne? Was hast du? Ich bin da tatsächlich, ich hatte den GLE 400 CDI. Ah, super, ja. Mega. So, und das ist halt ein geiles Reiseauto. Ja, definitiv, ja. 700 Newtonmeter, 340 PS oder 330. 330, 340 hat der BMW X6. 40. Ist das so? Ja, weiß ich. Ich bin Auto-Nerd. Also, glaubst du, Auto, Motor und Sport ist meine Zeit. Ich bin Porsche-Fan. Ich bin Hardcore-Porsche-Fan. Aber da mit dem bin ich immer easy. 545. Aber bist du mit denen auch mal nach München gedonnert? Mit wem? Mit deinem Porsche? Mit dem Panamera? Nee, weil ich wollte das schon. Das eine war, das war dieser Mercedes VIP Leasing. So, weil ich wollte auf dem Panamera jetzt nicht die ganzen Kilometer rauffahren. Ja, genau. Ich bin auch mal mit dem da runtergefahren, wenn ich die Mädels mit hatte. Das ist natürlich ein geiles Reiseauto. Absolut. Konntest du dich mit München anfreunden als Hamburger? Ja, München ist eine schöne Stadt, aber will ich da leben? Nee, ich bin Hamburger. So, ich mag Hamburg hier, wo wir jetzt gerade rumlaufen. Meine Schule ist ja da vorne um die Ecke. Ja, ich weiß. Hier kenne ich mich halt aus. Das ist eine Kindheitserinnerung. Und ich war ja auch lange genug weg aus Hamburg. Und wenn du weg von zu Hause bist, dann kannst du zu Hause auch anders wertschätzen, wenn du wieder zurückkommst. Absolut, ja. So, und was ich an Hamburg mag, ist, dass es, Hamburg ist eine riesengroße Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, aber es ist irgendwie doch ein Dorf. Ja, stimmt. Jeder kennt sich und es ist verdammt grün. Stimmt. So, und es ist unaufgeregt. Es ist hier. Ist nicht so viel los wie zum Beispiel in Köln oder Düsseldorf oder in Berlin. München ist wahrscheinlich auch mehr los. Ja, ist ein bisschen ist mehr anders. Laid back. München ist ein bisschen heftig aufgesetzt, finde ich. Ja, es ist schon ein bisschen. Der Hamburger ist ruhiger. Mag ich. Ja, ich auch total. Das ist absolut meins, genau. Absolut. Weil hier bin ich der Aufgeregte für die Hamburger. Wenn ein schwarzer Bruder mit dem Porsche durch die Gegend fährt. Was macht der denn da? So, in München ist schon viel fake it till you make it. Wie wirst du denn am meisten genannt? Esume, Coach, Coach Esume, Patrick. Wie? Coach, ich bin für überall, also wenn du überall, ey Coach! Ja, ist das wo so? Ich immer denke, so, oh shit, hat er für mich gespielt, weil für mich. Aber das ist jetzt, ich habe gar keinen Vornamen. Mein Vorname ist Coach, mein Nachname ist Esume. So, ich bin Coach. Patrick ist weg. Okay. Wie kommst du damit klar? Ist doch cool. Ich meine, wenn dein, guck mal, dieses Wort Coach, das wird ja jetzt, das habe ich, so wurde ich ja mal durch meine ganze, sag ich mal, Trainerkarriere genannt, aber so seit 8 Jahren ist dieses Wort mit mir verbunden. Ja. So, mittlerweile nennt sich ja jeder Coach. Ja, jeder Coach, Life Coach. Jeder Personal Trainer ist Coach. Jeder ist Coach. Ja, ja, so, genau, aber genau. So dieses, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dieses Wort Coach, ja, das haben die Leute da draußen, das verbinden sie mit mir. So, und das ehrt mich sehr, weil. Du hast ja eine Klamottenmarke. Ja. Und ist das, soll das ein C für Coach sein? CE, ja. Soll das ein C und E, Coach ist immer, ja. Ah, okay. Ach, E auch? Ich habe immer nur ein C in so einem Kopf. Nee, immer. Das, was du denkst, ist die Silhouette von einem Footballer. Aber es gibt auch
Logo CE. Vielleicht muss ich dir mal einen Pullover dann drüber rüberschicken. Alter, und das machst du das alles selber, also Designtechnik, gehst du hin? Ja, das habe ich, bis vor kurzem viel selber gemacht, noch hands-on mit allem drum und dran, aber da muss ich mich jetzt umstrukturieren. Das habe ich früher mit Stefan Gerber von Mahagoni Apparel zusammen gemacht, aber irgendwann ist es einfach zu viel. Ich kann nicht auf so vielen Hochzeiten tanzen. Klar, so viele Sachen, das kriege ich irgendwann alles nicht mehr unter einem Hut. Deshalb wird es da jetzt eine Umstrukturierung geben. Mhm. Aber es geht weiter. Aber es geht weiter, ja. Bist du noch nicht satt, weil du so lange drin bist? Nein, du bist nie satt. Okay. Wenn du was wirklich mit Leidenschaft, wenn das wirklich was deine Leidenschaft, dein Lebenswerk ist, dann bist du nie satt davon. Mhm. Und gerade deshalb ist es mir so wichtig. Und deshalb muss die Vision muss da auch passen. Mhm. Und auch so ein paar andere Sachen. Der Respekt vor dem Sport, vor dem Produkt. Mhm. Und das sind so ein paar Faktoren, die neben Geld einfach eine Rolle spielen. Klar. Aber Geld spielt die kleinste Rolle. Geld ist eine Energie, finde ich. Die kommt, Energie, wenn du was mit Leidenschaft machst, wenn du was gerne machst, dann kommt das von alleine. Richtig, okay. Wenn man Geduld hat. Natürlich musst du Geduld. Ja klar. Die von 0 auf 100 Tellerwäscher zum Millionär, das sind gute Geschichten aus den 80er, 90er von vielleicht drei Amerikanern gewesen, gefühlt. Jetzt, ich sag mal salopp, nur drei Amerikaner, die dann so durch die Medien gegangen sind. Da hieß es immer, ja, in Amerika kannst du von Tellerwäscher zum Millionär werden. Ja, aber der hat 48 Stunden gefühlt am Tag Teller gewaschen. Und hat Kontakte geknüpft und ist dran geblieben, wurde beschimpft, wurde, weißt du, alles. Aber haben wir das, was dazwischen passiert, darüber redet ja keiner. Absolut, ist ja genau wie bei das dir. Die Leute sehen Hamid Mossadegh, G-Wagon, YouTube, Fernsehen. Dann guckt er den an, läuft bei dem. Als es nicht gelaufen ist und du ganz am Anfang warst und dir den Arsch aufgerissen hast, damit du mal hier sitzt, das ist alles unterm Deckmantel oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Absolut, absolut. So, das ist das, was ich auch immer sage. Ich hab von 18 bis ungefähr 42, 24, fast 25 Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit diesen Sport betrieben, gemacht, investiert, getan, als Spieler, als Trainer. Und es hat keinen Arsch interessiert. Ja, jetzt ist es nach draußen, jetzt interessiert es jemand, jetzt kann ich das ernten, was ich gesät habe. Mhm. So, jetzt ist, guck dir mal die Zoom an. Jetzt kommt der aus dem Nix und macht hier die dicke Welle und dem geht's gut. Ja. Und ein Porsche. Jetzt habe ich gehört, der fährt sogar einen Porsche. Ja, ja, ja. Dieser Scheißtyp. Aber so einfach. So, die 25, 24 Jahre davor sieht keiner, aber da habe ich für ein Apple und ein Ei in der NFL Europe gearbeitet oder für ein Apple und ein Ei bei meinem Special Teams Koordinator in Cleveland unterm Schreibtisch geschlafen mit einer Isomatte, um nicht das Office zu verlassen. Für $1,000 die Woche, nach Steuern sind 500 Dollar in der Woche, habe ich da unterm Schreibtisch geschlafen, um diesen Traum NFL alles wissen zu machen. So, wer macht denn das? Wahnsinn, ja klar. So, dann sagt jeder, ja, wenn ich die Chance haben würde, würde ich es auch machen. Ja, nee, dann würdest du vielleicht auch hingehen, aber würdest du nicht unterm Schreibtisch schlafen, weil ich war committed. Und das sieht halt keiner. Ja. Aber das ist okay. Was ist dein absolutes Lieblingsauto? Ah, Porsche. Ja, aber Porsche. Es gibt Boxster, es gibt 918er, es gibt was weiß ich, was. Der 918er ist nice, aber der 9... Hast du schon mal gefahren? Mm-mm. Echt? Leider nicht. Ich komme ja nicht, leider, wie du, in den Vorzug, alle Autos zu fahren. Ja, das stimmt. Da bin ich echt... Da beneide ich dich ein bisschen. Ja, aber mein absolutes Lieblingsauto ist der 911er. Das ist das Auto. Aber welches Modell? 991, 992, 993? Ja, ich finde den 992 extrem gelungen. Den 964er ist für mich der Klassiker schlechthin. Mhm. Dazwischen gab es ein paar hässlichere wie der 996 und ein paar auch schönere. Mhm. Aber jetzt der 992 haben sie es voll genagelt. Ja. So, ja. Und für mich jetzt 992 Targa GTS, schwarz, komplett schwarz, mit den gelben, mit Carbon Ceramic Brakes, in alles Alcantara, nur mit den Individual Stitching in Gelb. Ja. Das ist das Traumauto. Wie viele Emotionen sind da dran? Das? Weil er bei mir in der Garage steht. Und jetzt lass mich raten, der steht auch zum Verkauf? Nein. Nein, nein. Aber du bist auch ein guter Verkäufer. Du musst ja auch, du bist ja immer auf eine Bühne gefühlt, als Trainer sowieso. Ja. TV ja auf jeden Fall. Man hört dir gerne zu. Du drehst
wie du manchmal, wenn ich dich bei NFL gesehen habe, wie du dann so angefangen hast, so zu moderieren und so weiter, das ist Körpersprache. Man hat das so, man kann das so visionstechnisch so vorstellen. Das machst du richtig gut. Ja, das ist natürlich auch was, du verkaufst am Ende dich und deine Message. Absolut, absolut. Natürlich, aber absolut. Das Auto verkaufe ich nicht. Nein. Hätte ja sein können. Nein. Wieso sein willst du es kaufen? Nein, ich frage immer. Ich frage immer, damit ich immer im Hinterkopf habe, okay, der Coach hat einen Porsche 992 Targa GTS. Oh, wenn einer mich drauf anspricht, sage ich, okay, schwarz, ich habe da einen. Das Ding ist ein Traum. Die Konfiguration ist, da guckst du rauf und sagst, ist das so? Oh. Ja. Das Ding ist, ich muss sagen, ich habe, das ist das, die dritte G-Klasse, die ich innen schwarz bestellt habe und ich bin ein bisschen drin schwarz weg. Den nächsten, den ich bekomme, der ist innen sogar in weiß, komplett weiß. Oh, auch schön. Komplett weiß. Meine Frau fährt den Mini Cooper Works Cabrio, innen weißes Leder. Ach, sehr geil. Sieht sehr schön aus mit Kindern, aber eine Herausforderung. Ja, definitiv, ja, definitiv, definitiv. Aber ich mag das, ich mag Alcantara, das heißt ja Racetech bei Porsche. Mhm. Ich mag das, wenn alles Racetech ist. Ja, ne? Ja. Es ist mega sportlich. Ja, ich mag das sehr gerne. Und dann die gelben Nähte zu den gelben Bremssatteln. Mhm. Das Auto ist einfach der schwarze und ist hinten halt auch Privacy-Verglasung. Geil. So, der ist halt der schwarze Abt, ne? Sehr geil. So, das ist schon ziemlich cool. Gehst du auch mal einkaufen, wo Edeka, Rewe und so weiter? Was? Natürlich. Ich bin der Einkaufsbeauftragte bei uns. Zusammen mit meiner kleinen Tochter Rosa. Ja. Wir beide gehen entweder zu Edeka oder zur Metro. Wenn es ganz groß sein muss, müssen wir Metro. Ja. Ansonsten sind wir Edeka. Was kaufst du alles ein? Alles. Was ist da in deiner Einkaufstüte? Einkaufstüte ist nur die, gesund, oder? Die Basics. Wir sind zu Hause tatsächlich sehr gesund. Bei uns gibt es keine Cola oder irgendwie so ein Quatsch. Gibt es nicht. Mhm. Guck mal, das Wildeste, was wir trinken, ist hier Charity. Okay. So, ansonsten sind wir sehr an den Basics. Wasser, Obst, Gemüse. Wir versuchen so wenig Fleisch wie möglich. Eigentlich essen wir kaum Fleisch. Fisch, ich liebe Lachs. Ansonsten versuchen wir schon. Oder Bio. Bio. Ja, natürlich. Okay. Und wir versuchen manchmal sogar glutenfrei zu bleiben, weil ich merke schon einen Unterschied. Dieses ganze vegan, glutenfrei, habe ich auch immer gesagt, komm. Und dann habe ich es mal probiert, tut mir gut. Okay. Aber ich muss auch sagen, wenn die Kinder eine Torte backen, dann esse ich auch die Torte und die schmeckt mir auch. Ja, du kannst ja nicht sagen, klar. Kind, ich habe jetzt gerade keinen Cheat Day und glutenfrei ist auch nicht. Natürlich haust du dir dann was rein, aber ich versuche schon darauf zu achten. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter. Jetzt in Amerika gar nichts geklappt. Gibt es irgendwas Besonderes, was du immer von Amerika mitnimmst, was wir hier nicht kriegen? Und wenn ich gute Sneaker finde, ist Sneaker. Nein, Essen meine ich. Ach so, Essen? Ja. Nee, gibt es eigentlich nicht. Das Einzige, was ich mitnehmen würde, Gott sei Dank kannst du es nicht mitnehmen, sind diese Waffles, die du in den Toaster packst. Ach so, die habe ich letztes Mal für meine Töchter mitgenommen. Oh ja, aber die sind ja eigentlich tiefgefroren. Die kannst du ja eigentlich nicht mitnehmen. Und ach so, meine waren nicht tiefgefroren. Ah ja gut, die habe ich noch gar nicht gefroren. Weißt du, wo ich die gekauft habe? Wie heißt die? Target. Bei Target, ja. Genau. Target ist ja sozusagen das amerikanische Edeka. Wo er dein Einkaufskorb so groß ist wie Edeka hier. Ja, das ist absurd. Ne? Aber und dann noch Sirup, dieser Aunt Jemima Sirup oder so. Boah, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ja, stimmt. Es gibt so gewisse Sachen, die sind noch nicht hier. Hast du da nicht mal überlegt, weil du oft ja drüben bist oder warst als Trainer und so, wo du sagst, ey, das würde auch in Deutschland gut klappen? Du bist ja schon geschäftstüchtig. Ja, natürlich überlegt man mal, was gibt es da drüben, was hier funktionieren könnte. So, und da drüben gibt es eine Profiliga, die American Football spielt. Das habe ich ja hier implementiert mit der European League of Football. Insofern, das ist das, was ich als Grundidee mit hier rübergebracht habe, aber ansonsten denke ich mir immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, ich mache nur Sachen auf der Business-Ebene oder sonst irgendwo, die ich auch verstehe, wo ich weiß, ich kann es nachvollziehen. Verstehe. So, irgendwie jetzt anfangen mit Aktien rumzudödeln und so, würde ich niemals machen, weil ich den Shit nicht verstehe. Auch gar keine Ambition habe, ihn zu verstehen. So, es gibt so ein paar Sachen, die verstehe ich, die mache ich, alles andere lasse ich die Finger von. Beschreib doch mal die Situation, ganz wichtiges Spiel, vielleicht auch Finale und du kommst als Trainer in die Kabine. Beschreib mal uns, was geht da ab? Das ist eigentlich das Coolste
eine der, oder dann, das sind die, sag ich mal, Coaching-Situationen, die am besonderssten sind, wenn du in so eine Halbzeit gehst. Es ist enges Spiel, draußen ist das Publikum und du weißt, es geht hier um eine WM oder eine EM. Ich habe das ja zuletzt erlebt, mit der französischen Nationalmannschaft standen wir im World Games-Finale, haben es gewonnen und wir standen im EM-Finale und haben es gewonnen. Sehr lange, aber wenn ich so an die Halbzeiten zurückdenke, die sind sehr emotional und da musst du als Trainer deinen besten Coaching-Job machen. Meistens gar nicht nur Adjustment, was müssen wir in der zweiten Halbzeit schematisch besser machen, sondern wie, mit welchem mentalen Fokus kommst du aus der Halbzeit. So, ich glaube, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ich bin auch nicht intelligenter als andere Coaches oder habe jetzt bessere Plays als andere Coaches, aber tatsächlich ein Team mental zu fokussieren auf das, was da kommt und mental richtig einzustellen und mit der richtigen Motivation rauszugehen. Ich glaube, da ist ein Teil meines Erfolges, dass ich das hinbekomme. Aber beschreib mal das Gefühl, beschreib mal, wie bist du da rangegangen? Wie hast du die gefangen? Da sind ja bestimmt auch junge Spieler, die mega nervös sind. Natürlich. Du hast nicht nur die jungen Spieler sind nervös. Bei so einem großen Spiel wie ein EM-Finale, da stehst du ja auch nicht 10-mal drin, sondern vielleicht einmal in deinem Leben, vielleicht zweimal in deinem Leben. Und wenn du ganz viel Glück hast, dreimal. Das ist ja 3 Spiele in deiner ganzen Karriere. Verstehe. Aber meistens hast du eine Chance. Und ich glaube, das Wichtigste als Trainer ist, in so einer Situation authentisch zu sein. Wenn du anfängst zu schauspielern, kannst du den Motivationskasper machen, kannst du machen, was du willst. Die Spieler riechen, ob es echt ist oder nicht. Verstehe. Und wenn es echt ist und vom Herzen kommt, dann wirst du merken, erreichst du sie. Okay. So, das ist für mich das A und O. Authentizität in dem, was du machst. Und das kommt mit der Leidenschaft für das, was du machst. Ist es nur ein Job? Riechen die es. Ist es für dich mehr als nur ein Spiel, deine Leidenschaft? Und dir ist nicht nur das Spiel, sondern vor dem Spiel auch der Spieler, sie als Individuum wichtig. Dann kannst du mehr machen, als viele, viele denken. Würde nochmal so ein Trainerjob in Frage kommen? Nee, ich glaube, ich bin durch mit Coaching, weil ich jetzt als Ligachef eine viel größeres Bild, the big picture, als Aufgabe habe. Aber wenn ich nochmal coachen würde, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich Kinder Flag Football, ganz kleine, die zu coachen. Weil da hast du nochmal eine ganz andere Begeisterung und die großen Augen. Und da kannst du nochmal, die kannst du nicht nur im Sport, sondern auch über den Sport hinaus, hast du da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das würde mir viel mehr Spaß machen, als jetzt zu sagen, ich werde jetzt Head Coach in meiner eigenen Liga. Okay. Was natürlich eh nicht geht. Mhm. Aber da hatte ich jetzt weniger Interesse dran. Okay. Wie lange hat das gedauert, bis du zum Ziel gekommen bist, die Liga zu gründen? Ja, der Prozess, der ging schon, begann so langsam 2016, 2017 wurde es konkreter. Dann gab es ja auch in der Zwischenzeit ein paar Rückschläge. Mhm. Einer, der mich da sehr unterstützt hat, ist in der Zwischenzeit verstorben. Der war noch sehr jung. Dann lag es ein bisschen brach, aber dann so 17, 18, 19 wurde es immer konkreter. Und tatsächlich 2019 habe ich gesagt, so jetzt gehe ich all in und gebe Gas und hole alle an den Start. Und ja, dann... Musstest du viel Überzeugungsarbeit? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja das Gleiche, was die European League of Football ist wie die Super League. Okay. So, das heißt, das ist eine Liga außerhalb des Verbands. Oben drüber, paneuropäisch. So, das stößt natürlich in dem traditionellen Verbandssport nicht auf sehr viel Gegenliebe. Verstehe. Auf der anderen Seite waren alle großen Teams in Europa, die ambitioniert spielen, frustriert mit dem, wo der Football hingeht, weil du hast hier einmal den medialen Hype, aber im Amateursport kommt nichts davon an. Absolut, ja. So, ja. Wo du sagst, wie kann denn das sein? Ja. So, und viele ambitionierte Teams, die sehr professionelle Strukturen hatten, die waren einfach frustriert. So, und haben genau nach dieser Liga gesucht, nach irgendwas, wo was sagt, okay, wir machen es professioneller, wir haben einen großen Fernsehvertrag, wir spielen in großen Stadien. So, und ja,
Ja, es ist natürlich auch eine Einnahme, was Sie dazu rechnen können, ne? Ja, das ist natürlich wie in jedem Business, so ein European League of Football. Wir als Liga und auch die Teams sind alle Startups, weil wir haben, es gab noch nie eine professionalisierte American Football Liga in Europa. Ja, ja. Und das heißt, es gab keine Blaupause dafür, how to build a league. Mhm, so. Das ist halt sehr viel Learning by Doing. Mhm. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, haben ja gerade auch vor kurzem im Herbst mit Pro7Sat1 und mit RAN 4 Jahre verlängert. Ah, cool. Mhm. Das große Spiel findet sogar auf Pro7 statt, nicht okay. Auf Pro7Max. Okay. Das heißt, auch da werden wir professioneller, mhm. Die Reichweite steigt. Statt ein Spiel am Sonntag ist jetzt immer ein Doubleheader, das heißt 2 Spiele. Das mhm. Heißt, am Sonntag Pro7Max ist Vollgas Football, und zwar European League of Football. Wie sind da die Quoten? Ja, die Quoten, unsere Quoten sind eigentlich ganz gut. Wir hatten von 2,5% mhm. bis zu, glaube ich, glaube ich, bis 7% in der Spitze Einschaltquoten. Okay. Das ist schon für eine Liga, für eine Randsportart, eine Liga, die 2 ist. Ja, ja, klar. Ist das schon ziemlich beeindruckend. Ja, schon gut, ja. Ja. Wie hast du Super Bowl? Wie viele Super Bowls hast du bisher erlebt? Oh. Das ist ja Traum von SG. Es zahlen ja Leute. Ja, es zahlen ja Leute rund viel Geld, Ticket zu kaufen, dahin zu fliegen, mal, 16, sich das 17, anschauen. 18, 19, 20, ja. 21, 22. Hier haben wir den von hier begleitet wegen Covid. Mhm. 23. Also 8 und bei 6 war ich vor Ort. Oder bei 7 war nochmal 2003 da. Aber mhm. so medial begleitet im Stadion, direkt mittendrin statt du dabei. 8 Stück und oder 7 oder 8? Mhm. 8. Und bei 6 war ich live dabei. Welches war so dein mega Highlight, wo du sagst, unschlagbar? Ja, der letzte war jetzt schon ziemlich cool. Ja. Der war schon ziemlich geil. Weil es auch eine sehr emotionale Reise war, weil alle wussten, absolut, das ist ja. Das letzte. Ja, ja. Ah, der war cool, aber ich glaube, der allercoolste war, als Tom Brady 25 Punkte hinten lag mhm. gegen die Falcons und nochmal zurückgekommen ist, weil diese Atmosphäre im Stadion, mhm. du hast es lag in der Luft und du denkst immer, der wird doch jetzt nicht zurückkommen, das kann der doch, das geht doch nicht. Das ist ungefähr so, als, keine Ahnung, Ronaldo oder Messi ja. spielt und liegt mit 5 Dingern hinten und so. Ja, 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 und jetzt ja. kommt Messi zurück und knippt 6 und gewinnt das Spiel noch, wo du sagst, Wahnsinn. Da liegt das, du weißt, das ist so ein Spiel, was in die Geschichte dieser Sportart eingeht ja, ja. und ich war live dabei. Ja, geil. Und es war absurd, tatsächlich. Also das war ziemlich cool. Das war wahrscheinlich der coolste Super Bowl von allen. Geil. Und wann fängst du morgens an zu arbeiten? Hast du so eine gewisse Uhrzeit, da muss ich im Büro sein? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Gott sei Dank, wenn du kein Angestellter im Sinne bist, dass mhm. du, ich habe ja jetzt keinen Chef, mhm. So, mhm. sondern auch wenn ich Angestellter bin, bin ich ja leitender Angestellter, ja, okay. jetzt mal so. Ja, ja. Und ich habe ja auch noch andere Businesses, aber was ich immer mache, ist, ich stehe mit den Kindern zusammen auf. Mhm. So, und wenn die dann los sind, müssen wir um 8 in der Schule sein, dann sage ich denen auch Tschüss. Mhm. Und dann bin ich eigentlich oben. Ich habe ja so ein kleines Homeoffice. Ah, okay. So, da fange ich dann meistens an, irgendwo so um 7:30 irgendwas mit E-Mails beantworten mhm, und schon mal telefonieren und solche mhm. Geschichten. So, und dann versuche ich, wenn ich die erste Welle von E-Mails und Telefonate hinter mich gebracht habe, mhm. dann versuche ich zum Sport zu gehen. Mhm. So, auf dem Crosstrainer kannst du auch telefonieren. Ja. So, und dann fahre ich ins Büro. Mhm. So, und dann bin ich da, und in der Saison sind die Abende auch manchmal lang oder manchmal haue ich auch um 6 oder 7 ab. Mhm. Aber bei mir hört es ja dann nicht auf, weil wenn du noch andere Businesses hast, dann mhm. hast du dann nochmal einen Call, mhm. dann sprichst du nochmal mit Amerika, mhm. abends ruft noch jemand an. Mhm. So, dann manchmal bin ich auch noch bis um 11 am Start, das mhm. ist halt so. Mhm. Aber das kennst du, ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Absolut, ja. Was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Was sagst du? Ey, das haut mich um, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Das hat mich, deine Schwäche. Du darfst ja in deinem Sport keine Schwäche zeigen, in dem Bereich, wo du bist. Ja, in American Football Schwäche zeigen wäre ein bisschen blöd. Ja, die sollte keiner kennen, weil sonst nutzt er sie aus. Aber ich glaube, ich bin manchmal
zu nett, wenn ich jemandem wohlgesonnen bin, bin ich manchmal einfach zu nett. Okay. Lass zu viel durchgehen. Was mich dann zu der nächsten Schwäche bringt, wenn dann der Punkt erreicht ist, dann bin ich halt auch aber sehr Perfektionist und dann müssen Sachen oder der ein oder andere, meine Spieler würden jetzt wahrscheinlich sagen und auch Trainer von mir, Control Freak. Ja, okay. Weil wenn ich einen Plan habe, so als Trainer und weiß, was, dann habe ich einen genauen Plan, was es bedarf, damit wir dieses Spiel gewinnen oder damit wir jetzt den nächsten Schritt bei uns in der European League of Football umsetzen. Und dann wird auch genau dieser Plan umgesetzt, ohne nach links und rechts abzudriften. So, und wenn einer abdriftet, dann hole ich ihn auch richtig rein. Wieder zurück ins Boot. Okay. So, okay. Also das ist, vielleicht Dr. Jekyll, Mr. Hyde, keine Ahnung, aber da liegen, sag ich mal, zwei Extreme beieinander. Okay. Dass ich manchmal zu nett bin, und, aber wenn es dann sein muss, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen der Control Freak. Und wo bist du in 10 Jahren? In 10 Jahren? Idealerweise lebe ich mein Leben wie Hamid Mossadegh. Fahr fette Autos, hab eine Finca auf Malle oder Marbella. Ja, und komm mal kurz für ein YouTube-Video nach Hamburg gechattet. Genau. Setz genau, jemanden genau. ins Auto, rede eine Stunde und nenn's Arbeit. Genau. Da bin ich in 10 Jahren. Da waren sie schon vor 20 Jahren. Nee. Na, komm, hör auf. Nee, da, klar. I wish. Klar. Nein, wo möchtest du denn sein? Möchtest du dein Lebenswerk irgendwann... In 10 Jahren bin ich 59. Ja. In 59 wäre ich gerne in der Situation, erstmal, dass ich gesund bin. Ja, genau. Das ist das Aller. Egal, wo ich finanziell, beruflich stehe, alles scheißegal. Wenn ich in 10 Jahren gesund bin, dann ist schon mal alles jubti. So, wenn das steht, wünscht man sich natürlich mit 59, so, dann bist du ja ein Jahr von 60 entfernt, dass du sagen kannst, okay, ich bin jetzt in der Situation, wo ich nur noch das machen muss, Worauf du Lust hast. Worauf du Lust hast. Ja. Und nicht mehr musst, weil du, oder musst, weil du musst. Ja, genau. So, genau. Weil finanziell unabhängig sein. Da möchte ich gerne in 10 Jahren idealerweise sein. Ob es mir gelingt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann leih ich mir was bei Hamid. Du weißt vieles nicht, ne? Was? So Fernsehkarriere weiß ich nicht. Wo bin ich in 10 Jahren? Shit, who knows? Ich kann dir sagen, was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich werde auf jeden Fall bei meiner Frau und bei meinen Mädels sein. Ja, okay, hoffentlich das ist gesund. Gut. So, ja, das ist gut. Das ist für mich die große Konstante in meinem Leben. So, bei all dem Erdest Action. Erdest du dich da auch über deine Familie? Wie bitte? Erdest du dich auch wieder über deine Natürlich, weil zu Hause interessiert es keinen, ob ich Commissioner bin oder Head Coach oder ob ich im Fernsehen bin. Das interessiert die Kinder nicht, interessiert meine Frau nicht, interessiert meine Schwester, meine Mutter nicht, interessiert keinen Arsch. Die Kinder sagen, zu Hause ist Mama der Head Coach. Okay, so. Alles klar. So, insofern, zu Hause ist dieses ganze Thema Football, Fernsehen, ELF, gibt es zu Hause nicht. Ah, okay. Gibt es nicht. Da ist interessant, Tanzkurs, kannst du sie abholen, hinbringen, Gitarrenkurs, brauchst du eine neue Gitarre, ja, nein, oh, Tennis, wer fährt sie hin? Kriegst du das überhaupt noch unter in deinen Tag? Ich versuch's. Manchmal geht es halt nicht, da ist viel los, aber ich versuche es so gut es geht und deshalb sind auch sowas wie Urlaube essentiell wichtig, weil das ist die einzige Chance, wirklich mal weg von einem zu kommen, mit der Familie Zeit zu verbringen. Wir hatten immer den Traum, auf die Malediven zu kommen. Ah, okay. Und das werden wir tatsächlich mal machen. Schön. Eine Woche, wir fliegen auf die Malediven, sind da, glaube ich, 6 Tage mit Freunden zusammen. Und auf dem Rückblick fliegst du ja immer durch Dubai. Ja, ja, ja. Bleiben wir noch eine Woche in Dubai. Ah, cool, cool. So, und das... ist ein irre langer Flug auch, ne? Ja, deshalb wollen wir auf dem Rückweg sozusagen einen Stopp machen, von dem wir dann nonstop in 6 Stunden wieder hier sind und wir jetzt nochmal durch die Nacht fliegen. Ja, ja. So, das ist dann, das ist der große Jahresurlaub dann bei uns. Okay. Und dann im Sommer müssen wir mal gucken, da werde ich die Mädels mal mitnehmen. Wir haben ja ein Franchise in Barcelona, in Zürich, in Mailand, in Budapest, in Prag. Da haben wir geile Locations, wo ich die Mädels mal mit hinnehmen kann. Und oder wenn die sagen, wir wollen alleine irgendwo hin, dann fahren sie irgendwo alleine hin. Aber vielleicht komme ich in der Saison noch einmal während unserer Bye-Week, wo Länderspielpause ist, noch mal irgendwie kurz mal eine Woche weg. Vielleicht, ich dachte, du bietest mir jetzt einen Job an als ein Sidekick. Ich wollte, aber ich weiß nicht, ob ich dich bezahlen kann. Aber ich bin billig. Ach komm. Ich bin billig.
zwischen billig und billig ist ein Riesen, aber du, ich glaube, wenn wir beide verhandeln, ich glaube, das geht nicht gut. Weiß ich gar nicht. Doch. Super, Coach, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Aber ich habe noch was vorbereitet für den Coach. Kriege ich jetzt das Auto eigentlich? Ich mag das. Wolltest du haben? Boah, der ist nice. Warte mal. Ich habe was. Nice. Ich habe noch eine Challenge für dich vorbereitet. Ach, wir stehen ja, ich darf ja kurz in mein Handy. Also meine Zuschauer wissen ja, dass ich der absolute Anti-Kartfahrer bin. Echt? Kartfahren und Hamid ist so wie Tennis und Football. Oh. Okay. So, kannst du nicht Kartfahren? Nein, null. Ich kann kein, also es ist nichts für mich. Es ist nichts für mich. Ich fahre gerne Kart. So, und jetzt machen wir das so. Ich habe ja bei 15 Jahre Grip Challenge, hat ja jeder Moderator seine eigene, also seinen Tag gehabt, wo er seine Stärken hatte. Okay? Und Cindy hatte Kart. Und ich bitte, schau, ich habe jetzt extra Ton ausgemacht. Guck dir das an und moderiere mir das. Du bist jetzt so wie beim Fernsehen. Ich muss jetzt mal rausfinden. Okay, Det hat den gelben Helm. Ja. Sieht verwirrt aus, wie immer. Ja. Lacht viel. Ist das immer so ein Schutz, zu lachen? Keine Ahnung. Det hat die geilsten Altherrensprüche der Welt. Ja, das ist so geil. Wenn du mit Det unterwegs bist, das ist... Das sind nur Floskeln. Ja, eine Floskel jagt die andere. Da bist du, wenn du 6 Stunden mit ihm zusammen bist, lachst du 7 Stunden. So, was ist denn jetzt hier? Ah, so. Hier, Cindy ist die... das ist ja die Profi-Rennfahrerin. Ja, sie ist die Profi-Rennfahrerin und auch Profi-Kartfahrerin gewesen. Deswegen ach, hat sie dann, ist sie? Ja, war sie. Und deswegen hat sie ja auch diese Challenge bekommen. So, und ist Schelle quer gefahren oder ist er auch mal ohne Drift gefahren? Guck dir das an und moderier das. Du bist jetzt, du ja, bist aber jetzt da passiert ja noch nichts. Ja, aber du musst doch trotzdem das moderieren. Guck mal, wie nett sie zum Beispiel ist. Hamid Mosaddegh geht auf Tuchfühlung. Genau. Mit Cindy. Das gibt eine geile Schlagzeile. So, jetzt wird erstmal instruiert. Kannst du ein bisschen vorspulen, bis es losgeht ins Auto, genau. Nochmal. Ja. So, oh, guck mal, da sehe ich schon. Hier sehen wir jetzt Hamid Mosaddegh mit hochgezogenen Schultern und Handflächen nach außen. Was bedeutet das? Es ist nicht meine Schuld. Das ist die Es ist nicht meine Schuldhaltung. Schultern hoch, Handflächen nach außen. Ist nicht meine Schuld. Ich konnte da nichts dafür. So, jetzt spulen wir mal vor. Det haut immer noch Sprüche, ist Cindy erklärt. So, Kart. Wann fährst du denn denn? Ja, mach. So, jetzt Schelle erklärt, warum er nicht geradeaus fährt. So, jetzt muss ich einmal gucken. Hattest du das Grüne? Nee, das ist Qual-Midi. Das ist Qual-Midi, genau. Gelb hat Det. Det, und welchen Helm hattest du? Bist du das hier mit dem weißen Helm? Nein, das ist Matthias. Du hast das blaue. Blaue Poloshirt. So, und jetzt. Da war ich eben. So, da ist schon Handflächen nach innen und immer geschüttelt ist. Und dann so, es geht gar nicht und ich kann nichts dafür, ist alles scheiße. Okay, wissen wir. So, es geht los. So, sag mir bitte, das bist nicht du. Okay, Hamid Mosaddegh fährt nach genau 1,50 Meter von der Bahn runter. Wie macht man das? Wie kann man so viel Unvermögen haben nach 1 Meter Piste? Du bist doch nicht mal über die Startlinie gefahren. Ah, das war eine miese Nummer. Die haben die Lenkung ja falsch rum gemacht. Wenn du nach rechts gelingst, das ist nach links. Ja, die haben die Lenkung falsch gemacht. Und das muss erstmal dein Gehirn verarbeiten. Alle haben es hinbekommen. Hamid Mosaddegh schreddert rüber sofort. Und jetzt sehen wir, oh, das ist ja hier. Das ist ja wie ein Unfall. Du willst eigentlich nicht hingucken, musst aber. Ja. Weil bei allen war die Lenkung gegensätzlich. Alle hatten die gleiche Lenkung. Boah, das ist link. Ja. Okay, Hamid Mosaddegh steht immer noch, ja. Alle sind schon 10 Jahre, Lichtjahre weg, steht immer noch im Schotter und wird jetzt von Cindy zurückgeschoben. Man bedenke, dass alle anderen sind schon lange unterwegs und er hat noch nicht mal die Start-Ziellinie. Er ist noch nicht mal im Rennen sozusagen. Jetzt nach 4 Minuten ist er endlich im Rennen. Guckt, angestrengt. Cindy pinkelt sich gerade selbst in die Hose, kann nicht mehr, jetzt muss ich hinsetzen. So, gleich vor der ersten Kurve direkt schon wieder in den Wicken. Okay, ich glaube, wir können hier, alles klar, wir können an dieser Stelle können wir abbrechen, weil ich weiß, es kann nicht besser werden.
Also, das alle Leute, guckt euch das an, weil ihr werdet sehen, Auto fahren und Auto verkaufen sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Schuhe. Absolut, vor allem Kartfahren. Kartfahren darfst du nicht vergessen. Naja, ein Auto funktioniert ja mit der Lenkung ähnlich wie ein Kart, aber... Ja, aber trotzdem, Kartfahren ist schon eine eigene Liga. Was war denn da los? Das ist echt, dein Gehirn arbeitet. Du musst dich so konzentrieren und ich habe das einfach nicht hinbekommen. Ich wurde total panisch. Ja, das habe ich gesehen. Ich wurde total panisch. Ach du Schande. Coach. Das war's. Vielen Dank. So, jetzt hast du eine Stunde nutzloses Gesabbel von mir. Nein, das wird cool. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche bei Podcast bei Hami TaylorMade.